Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. Ich hatte hier eben eine Drohne gesehen. Oh nein. Oh nein, das ist hier wieder so ein Dingsbums. Können wir da ein bisschen von Ferne aufräumen? Oh, oh. Die sind böse. Daran erinnere ich mich. Okay, hier kommen wir nicht weiter, weil uns eine Sicherheitskarte... Das ist wahrscheinlich das, wo wir die Sicherheitskarte brauchen. Okay, aber im Nahkampf? Mit dem... Nein! Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt, glaube ich, der schnellste Tod ever. Ach du meine Güte. Das fängt ja ganz super an. Ich liebe es, wenn neue Aufnahmesessions so starten. Das ist echt großartig. Ja, ich gucke jetzt mal gerade. Wir können, wir haben eine Prätorenmarke, aber wir haben 4 Waffenpunkte. Können wir hier vielleicht irgendwas mal mit dem Ding hier machen? Schnellwerfer. Aktiviere sofort die Mikroraketen, wenn sie bereits im Feuern sind. Kostet allerdings 5. Schnellladen. Reduziert die Aufladezeit für die aufgeladene Salbe. Ist nur für die aufgeladene. Kostet auch 5. Mehr Wumms. Kostet auch 5. Wir können uns nichts kaufen. Das kostet 6. Ja. Das hier könnten wir, aber wir benutzen das Ding so selten. Leichtgewicht. Okay, wir können hier nichts tun. Und da brauchen wir halt überall mindestens 3. Ich weiß nicht, wie viel wir noch finden können. Frage ich mich gerade. Halt, stopp! Bleib hier! Bleib hier! Oh Gott, was ist jetzt passiert? Hängen wir jetzt an dieser Sonde dran? Drohne? Und fliegen mit ihr durch die Gegend? Ja, es sieht so aus. Oh, wir können endlich mal was anderes benutzen. Gatling. Okay. Oh. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ach so, man kann erstmal das anlaufen lassen und dann feuert man erst. Okay. Was ist hier? Belagerungs... Oh, das ist auch gut. Aber man kann sich in der Zeit nicht bewegen. Es hört sich irgendwie an, als würde es total abgehen da. Zielerfassungssalve. Okay, ich nehme das. Ich will das. Okay, Geheimnis gefunden. Das finde ich so witzig. Das hat uns hier irgendwie nach hier oben getragen. Oh. Okay, von hier oben kann ich vielleicht mal so ein bisschen... gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Also ja, die Drohne hat mich da... Was war denn das Geheimnis? War das die Drohne? Oder ist hier noch irgendwas, was ich jetzt übersehe? Das hat mich verwirrt. Okay. Also so wirklich hier runter möchte ich nicht. Oh mein Gott. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich daneben falle und... Das Füllung für die... Ja, das war Füllung für die Kettensäge, glaube ich. Was bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder irgendwelche Gegner haben werden, wo es nötig ist. Ich meine, sonst bräuchten wir das ja nicht. Und ich glaube, hier in die Suppe möchten wir auch nicht reinfallen. Er ist nicht gesprungen. Ich habe Space gedrückt. Er ist nicht gesprungen! Ich weiß nicht, warum nicht. Na toll, jetzt fangen wir wieder hier an. Ich meine, ist ja nicht irgendwie totale Kacke. Achso, die haben wir jetzt aber, ne? Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Die Verstärkung haben wir jetzt. Ja, haben wir. Okay. Na, geh hier raus. Okay. Ich frag mich ja... Da kommen wir nicht rein, ne? Oh, das war jetzt doof. Ich wollte... Nee. Aber da ist irgendwas da hinten. Oh, 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 oh. Nein, ich wollte nicht kauern. Die sehen ja so ein bisschen aus, als hätten sie so einen Anzug an wie der Charakter in Dead Space. Ne? So einen, wo so außen die Gesundheitspunkte drauf sind. Oh, was ist das denn? Kran zurücksetzen. Ah, der ist das. Durch den wir nicht durchkommen, oder? Doch, mit ein bisschen Wumms geht's. Oh Mann. Hilft das jetzt, dass wir den Kran zurückgesetzt haben? Ich muss jetzt nochmal gucken. Das war wieder die Kettensägenmunition, ne? Hier war die Gesundheit, die wir wieder neu kriegen. Ja, okay. Aber jetzt kommen wir da nicht mehr... Okay, jetzt bin ich nicht runtergefallen. Es war ja super peinlich. Also irgendwie hat das mit dem Springen gerade überhaupt nicht funktioniert gehabt. Ich weiß aber nicht, warum nicht. Ich bin immer etwas... Ja, wenn wir diese große... nice. Diese große Menge an irgendwas kriegen, dann ist das ja meistens, weil wir es irgendwie brauchen. Kannst du mal... Warum geht das nicht kaputt? Ach so, weil wir E drücken müssen, um es zu zerstören. Ah, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt drehen sie wieder vollkommen am Rad. Jetzt drehen sie wieder vollkommen ab. Oh, so einer. Ich hab da noch einer erwischt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh Gott. Ich finde das nicht gut. Ich finde das gar nicht gut hier. Oh Gott, ich habe gerade nur die Schrot. Das ist nicht wahr, oder? Okay. Ich hau die ganze Zeit schon auf F in der Hoffnung, ihm wenigstens irgendwie Nahkampfschaden machen zu können. Aber es hilft nicht wirklich. Ah, jetzt. Meine Herren. Oh Gott. Oh mein Gott. Are you fucking kidding me? Wo ist der Raketenwerfer? Nein. Oh nein, ich hatte ihn fast. Ach nö. Ach Mann. Ach. Ich hätte ihn jetzt wirklich fast. Das ist jetzt echt super optimal. Super suboptimal. Super optimal. sicherer Entfernung werden wir nicht stabil. Scheiße. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Okay, dafür nehme ich jetzt mal die Munition. Dann haben wir da schon mal ein bisschen weniger. Und ist gut. Ah, Mist. Ich habe gerade gedacht, super, ich habe es hingekriegt. Aber wohl doch nicht. Okay, das reichte aber. Okay, die habe ich letztes Mal von da unten und nicht von hier oben, aber gut. Ja, die brauchte ich ja dann auch wieder, die Kettensägen-Geschichte. Muss ich das Dämonenherz da wieder kaputt machen, denke ich. Dann drehen sie wieder vollkommen durch. Mal eben gucken, war hier noch irgendwas? Hier oben war noch die Mega-Gesundheit. Die nehme ich jetzt. Ist jetzt, glaube ich, eine gute Idee. Oh Gott. Ja, die drehen vollkommen durch. Die drehen alle vollkommen durch. Oh Gott! Ich bin ein bisschen in Panik geraten gerade. Hat man, glaube ich, gemerkt. Hm? Alter Verwalter. Ich meine, rein theoretisch, wenn die so lang gehen, ne? Man kann die ja ganz gut dann, wenn die so blau leuchten. Oh, da hinten kommt der Dicke. Kommt der super Dicke, vor dem ich am meisten Angst habe jetzt. Hab ich ihn? Das wäre jetzt sehr schön, wenn ich ihn hätte. Das jetzt noch der... Hallo? Alter Verwalter. Warum machst du mir so viel Schwierigkeiten gerade? Gott sei Dank. Das hört sich jetzt an wie herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Dämonen geschafft. Das klingt dann immer so. Aber wo muss ich jetzt lang? Da hinten. Da. Manometer. Das war jetzt anstrengend. Ja, er geht jetzt da durch. Natürlich geht er jetzt da durch. Natürlich. Und jetzt geht er nach rechts. Muss ich ihm jetzt folgen? Ich muss ihm, glaube ich, jetzt... Nein, das ist eine ganz blöde Idee. Ey, seriously? Wieso kommst du jetzt hier nicht hoch? Das ist doch eine Kante. Ah. Also, wenn ich ja eins hasse, dann sind es noch mehr Dämonen. Ei, puh. Stirb doch einfach. Warum kämpfen wir? Ach, ich dachte, das wäre die Schrotflinte und wunderte mich, dass da nichts passierte. Alles klar. Okay, komm her. Hier liegen Schilde. Und hier liegt noch... Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde jetzt gleich wieder das brauchen. Wenn ich das hier zerstöre. Und drehen die Dämonen wieder vollkommen ab. Und... mögen das halt nicht, wenn ich ihre Tore kaputt mache. Und dann werden sie ganz durchgedreht. Keine Munition mehr. Ja, danke. Boah. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gucken kann. So hektisch, wie das hier gerade ist. Ich habe immer das Gefühl, da muss man total Motion Sickness Probleme kriegen. Oh mein Gott. Ich höre das. Ich höre das. Ich höre das. Ich habe das gehört. Ja. Noch einer. Was kommt denn da noch alles hier? Warum kommt da so viel? Das reicht doch langsam. Noch so. Oh mein Gott, noch mehrere. Okay. Chainsaw-Zeit. Nein, das war die falsche. Jetzt ist Chainsaw-Zeit. Zeit. Die sind echt lästig. Also die fand ich immer super nervig. Weil die so... Jetzt bitte nicht sterben. Oh Gott. Das wäre jetzt super kacke. Ich habe jetzt keine Lust zu sterben. So ein Schnulli da noch hier. Meine Herren. Ist das jetzt mal endlich vorbei? Boah, das wird immer anstrengender hier. Das wird immer anstrengender in diesem Spiel. Okay. Ah. Okay. Ah, er ist... lecker. Er hat den mitgenommen. Aber was hat den gekillt? Was hat den gekillt? Okay. Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Okay. Wieso habe ich das Gefühl... Ich habe ja immer gedacht, Samuel wäre so ein bisschen auf unserer Seite. Aber ich glaube, der ist auf seiner Seite. Und das ist es. So ungefähr. Ich will jetzt wieder auf Max. Bis auf die Chain Gun, ne? Okay. Zugang gestattet. Okay. What the f... War das Absicht? Ah, das war offenbar Absicht. Aber... Hier war ich doch schon, oder nicht? Ist das nicht das, wo ich eben... Das war doch das Ding hier. Moment. Bin ich jetzt gerade irgendwo falsch gelaufen? So ein bisschen das Gefühl, oder? Irgendwie? Hm? Das tut nichts, okay. Ja, aber da komme ich doch wieder nur nach unten. Ist das Absicht? Ich meine, verstehe ich da gerade einfach irgendwas nicht? Oder muss ich jetzt hier weiter? Geht's jetzt hier runter? Tatsächlich weiter? Ah. Ach, ich bin doch auch doof. Hier war das. Das habe ich total übersehen. Das habe ich total übersehen. Okay, ja. Na, wer ist denn da hinten schon wieder? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf. Ich hatte jetzt keinen Bock auf mega lange Kämpfe. Darum habe ich das jetzt mal gerade so gemacht. Ich kriege jetzt sowieso wieder noch rein. So ein Kumpel. Ich werde sowieso hier erstmal wahrscheinlich Probleme haben, oder? Mit Dämonen, bevor ich da weitermachen kann. Oder? Bevor ich in den Zug einsteigen kann. Oder kann ich jetzt... Ah! Ja. Ah, hier geht bitte setzen Sie sich. Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Okay. Fahrziel ist der USC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Okay. Nächstes Dingens erreicht. Alles klar. Hier habe ich nicht alles geschafft, aber gut. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt total egal. Ich will nur irgendwie durch das Spiel durch, muss ich gestehen. Okay, du weißt jetzt, wo sich Olivias Privatbüros im Lazarus-Komplex befinden. Dort begann die Invasion. Du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung, um in den Lazarus-Komplex zu gelangen. Nutze die Werkzeuge, die du unterwegs findest. Iiii. Wieso habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht schön ist? Eine bessere Zukunft, alles klar. Wir nähern uns dem USC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Okay, ich habe 6 Waffenpunkte, das ist schön. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mein Büro ist im 2. Stock. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihm traue. Also irgendwie ja nicht so ganz nach dieser einen... nach diesem einen Hologramm, was ich da gesehen hatte. Ah... Na toll. Das sieht hier auch nicht besser aus als an anderen Stellen, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, das kann man wieder auffüllen. Ich will jetzt einmal gucken, ob es hier irgendwelche Items gibt oder so. In dieser riesigen Einrichtung für Forschung, Design und Produktion wird neueste Technik eingesetzt, um Prototypen aller Art herzustellen. Von Robotern über Waffen bis hin zu Subraum. Ich könnte jetzt sagen, ich weiß, wieso ich... wieso ich das Ding gekriegt habe, ne? Aber obwohl... Ich sag mal, von Weitem sind die scheinbar gar nicht dann so schlimm. Aber wenn die nah an einen rankommen... Und jetzt ist natürlich die Munition relativ weit auf da. Die UNSC braucht ihren Glauben. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Na toll. Jetzt geht's gleich wieder ab hier. Wie immer. Gibt's was im Klo? Nein. Manchmal gibt's ja was auf Klos. Oh, wie nett. Köpfe in... Toiletten. Ich meine, nach Resident Evil mit einem Zombie in der Badewanne erwarte ich jetzt hier nichts mehr. Oh nein. Oh, das sind die... Oh, Kacke. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Okay. Oh, was war denn hier gefunden? Ah! Ja! So ein Dingsbumskern. Cool! Nice! Yes! Mehr Rüstung, mehr Munition, mehr... Oh, was nehme ich? Ich nehme die maximale Gesundheit. Okay. Okay, ich denke mal... Ah, ja. Ah, wir haben maximale Gesundheit, deswegen können wir die jetzt gerade nicht erhöhen. Eigentlich kann ich die auch wegkloppen, ne? Wenn die es einigermaßen geht und es nicht so viele sind, dann geht's. Also, ne, wenn man es einigermaßen überblicken kann, ist es okay. Spart man Munition. Sehen Sie sich die Gesichter dieser außergewöhnlichen Frauen und Männer an. Sie sind die besten und klügsten Köpfe. Ja, die besten und klügsten Köpfe. Oh, so einer schon wieder. Oh oh. Ich meine, ich hau dem gerade Zeug aus dem Raketenwerfer entgegen, aber irgendwie bringt das nicht so viel. Oh. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Okay. Natürlich. Ja. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt. Das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Okay. Na gut, vielleicht... Vielleicht ist Samuel doch nicht ganz so. Ich dachte, er wäre vielleicht eher derjenige, der Olivia dazu bringt, diese Dinge zu tun. Aber vielleicht ja doch nicht. Okay, ich mache jetzt an dieser Stelle mal einen Cut, bevor wir hier was entriegeln und weitergehen. Ja, ich bin gespannt, was jetzt noch so kommt, wenn wir mit Samuel möglicherweise sprechen bald. Und wie sich das irgendwie auflöst. Ich habe da immer noch keinen Plan. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.